erreichen in wenigen Minuten Hefferin. Sind die Imperialen schon benachrichtigt worden? Ja, wir kommen ihnen mit Frieden entgegen. Und werden sie mit Frieden antworten? Sie würden keine Chance gegen uns haben, es sind nur wenige dort. Dann werden die Verhandlungen hoffentlich erfolgreich sein. Gibt es Neuigkeiten von Lamu? Ja, Korporal Reese hatte eben erst angeworfen. Er und die Deserteure sind entkommen. Und die Daten? Sie könnten sie nicht kriegen. Dann werden wir das heute wohl selbst erledigen. Also doch, ein militärischer Eingriff. Ihr Gouverneur ist ein Spieler, zufälligerweise bin ich das auch. Und selbst wenn das nicht klappt, werden wir Ava auf Jadilla verhören können. Sir, das war der zweite Punkt, den Reese angesprochen hat. Ava will nicht nach Chandrilla. Was will er dann? Er will stattdessen die Daten woanders stehlen. Das braucht er nicht. Wir werden sie heute ohnehin bekommen. Das hat Reese ihm auch gesagt. Er weigert sich. Ich kümmere mich darum. Ich habe die nötigen Kontakte. Tech, wie lebt es sich so als Kopfgeldjäger? Ganz gut bisher. Bin schon überall verhasst. Und du so? Das Leben als Senator muss doch todlangweilig sein. An sich nicht. Ich bin auf dem Weg nach Hefferin zu den imperialen Bergbauminen. Zum Verhandeln? Grüß den Gouverneur von mir. Gerne, aber hör mal zu. Ich habe einen Auftrag für dich. Ein Commander des Restimperiums ist desertiert, weigert sich aber, uns anzuschließen. Er ist mit einem unserer Corporals unterwegs, Raleigh Reese. Und ich soll ihn holen und dir bringen. Ja, du musst aber die Einzelheiten wissen. Ich werde Reese auch mit einbeziehen. Es sieht folgendermaßen aus. Die Flotte der Republik wird in wenigen Minuten da sein. Empfangt sie angemessen, falls ich noch nicht zu sprechen bin, wenn es soweit ist. Sollten wir das alles nicht überdenken? Sie sind sicher nicht auf friedliche Verhandlungen aus, wenn sie mehrere Schlachtschiffe senden. Das machen die nur zur Sicherheit. Verhaltet euch also ruhig. Ich bin in meinen Gemächern und rede mit dem Flottenadmiral. Und denkt daran, wir sind in der Unterzahl. Ich weiß, deshalb bin ich ja auch so besorgt. Hört zu, die werden einen Diplomaten runterschicken. Ich werde ein wenig mit ihm plaudern und am Ende geht er wieder. Und während er sich mit dem Senat der Republik berät, machen wir uns hier aus dem Staub. Das ist keine gute Idee. Ich bestimme das. Entschuldigen Sie mich. Wie gesagt, ich kontaktiere Gallius Rex. Gouverneur Cole? Gouverneur, Sie haben es noch weitergebracht. Sind weit oben. Ja, Flottenadmiral. Vielen Dank, Flottenadmiral. Worum geht es denn? Wieso stören Sie mich? Die Flotte der Republik kommt bald an. Ich weiß. Ich verstehe nicht ganz. Machen Sie sich keine Sorgen. Solange Sie sich ordentlich verhalten, wird die Republik niemandem was antun. Aber nur, wenn alles glatt läuft. Wir bemühen uns darum. Ich habe alle nötigen Befehle gegeben. Mehr müsste keiner von Ihnen erwarten. Ich verstehe immer noch nicht. Sie scheinen vieles nicht zu verstehen. Bei allem Respekt. Ich kann es Ihnen auch nicht verübeln. Meine Pläne teile ich ja auch niemandem mit. Ihnen vertraue ich aber aus irgendeinem Grund. In den letzten Monaten waren Sie einer unserer besten Leute. Das Imperium dankt Ihnen. Und ich danke dem Imperium. Ich vertraue selten jemandem. Ich fühle mich geehrt. In Ihrem Fall ist mein Vertrauen aber leider unbegründet. Als Belohnung für Ihre Taten bekommen Sie nun die Gelegenheit, diese Unannehmlichkeit zu beheben. Ich verstehe wieder nicht. Wir als Imperium sind eine Einheit. Wir müssen uns ganz unbedingt vertrauen. So viele Gouverneure denken jedoch, alleine weiterzukommen oder gar das Imperium an sich zu reißen oder es zu verraten. So etwas brauchen wir nicht. Mit Sicherheit. Entschuldigen Sie mich, ich muss... Alle Schwachen, alle Verräterischen, alle Machtgierigen aus unseren Reihen müssen wir ausmachen und beseitigen. Passen Sie bei Ihren Verhandlungen gut auf.
Nicht, dass ich sie auch beseitigen muss. Sir, was? So, was genau führt euch nach Referin? Erze, Edelsteine, Treibstoff. Ich leite dieses effiziente Bergbauunternehmen. Und was macht ihr mit dem ganzen Zeug? Die Erze verarbeiten wir zum Metall und den Rest verkaufen wir. Das alles doch wohl für eure Armee. Welche Armee bitte? Ihr werdet doch sicher noch eine Armee haben. Wo sind sie? Wo ist euer Hauptstützpunkt? Woher hast du diese Informationen? Spiel nicht mit mir. Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Du verstehst mich wohl nicht. Ich würde das alles gern selbst wissen. Im Ernst? Du weißt, das klappt nicht. Du scheinst mir nicht zu glauben. Das ist mir egal. Hör zu, Cole! Lasst ihn. Ich hab ihn voll im Griff. Ja, das hast du. Reden kannst du schon mal. Mal schauen, was du machst, wenn das passiert. Wer hat den Befehl gegeben? Was habt ihr getan? Wir sind mit friedlicher Absicht hier. Mach, dass du schnell zu deinem Schiff kommst und verschwindest. Es tut mir leid, dass die Verhandlungen so schlecht verlaufen sind. Halte das Schiff für uns bereit, beeil dich. Alles klar. Und was machen wir? Wir müssen ja noch immer die Daten für deren Hauptstützpunkt kriegen. Wir müssen zu ihrem Hauptrechner. Wie ihr meint. Was ist hier los? Wir haben direkten Befehl von Flottenadmiral Gallius Rex erhalten. Verstehe. Was ist? Er will mich testen, ob ich loyal bin. Ob ich standhaft bin. Und ob ich überlebe. Unser Flottenadmiral doch nicht. Doch, unser Flottenadmiral. Gebt den Befehl, alles und wirklich alles vom Hauptrechner zu löschen. Leo wird meinen Rat nicht befolgt haben, sondern will sich die Daten holen. Sorgt dafür, dass er es nicht schafft. Aber lasst ihn am Leben. Und danach, falls es nicht schon zu spät ist, bring ich in Sicherheit. Natürlich, Gouverneur. Na toll. Soll ich? Nein, wir müssen weg. Er kann wohl auf sich selbst aufpassen. Thank you.
Los, steigen wir in den Jäger. Der Autopilot wird auch immer besser. Und jetzt? Zu unserem Hauptstützpunkt. Du hast ja gerade erst gesehen, wo er sich befindet. Hab ich.